Lepidoptera sind holometabole Insekten, die einen mehrfachen Gestaltswandel vollziehen. Es geht von der formen- und farbenreichen Larve über die Puppe hin zum adulten Imago. Ein erstes wichtiges Bestimmungsmerkmal der Lepidoptera sind die Fühler. Die Augen der Falter sind groß und hinter der Flügelbasis lassen sich häufig Ozellen finden. Bis auf eine Gattung haben in Deutschland alle Falter immer saugende Mundwerkzeuge. Es handelt sich dabei um eine Rollzunge oder einen Saugrüssel, der eingerollt am Körper liegt. Für die Bestimmung sind die Tibien wichtig. Am vorderen Paar befindet sich auf der Unterseite eine Epiphysis, ein Schienenblatt. Meist findet man am mittleren Paar ein Spornpaar und am hinteren zwei Spornpaare. Die Flügel der Falter sind beschuppt, sie können jedoch auch reduziert sein oder ganz fehlen. Zur näheren Untersuchung der Flügeladerung müssen Sie die Tiere umdrehen und von hinten betrachten. Teilweise müssen dabei die Schuppen vorsichtig entfernt werden. Zur Zählung der Spornen und Dornen ist es oft auch nötig, die umgebenden Haare zu entfernen, um einen besseren Blick mit der Stereolupe zu bekommen. Beim Sammeln und Bestimmen von Tieren ist auf den Artenschutz zu achten. Etwa 50% aller in Deutschland lebenden Arten sind gefährdet. Bei der Bestimmung von getrockneten Tieren sind folgende Merkmale sehr wichtig: die Ozellen, die Schuppen der Flügel, die Fühler, die Haftborsten an den Tibien, Farbe und Muster, die Putzpfoten, das Jugum, das ist der Zipfel am Vorderflügel, die Maxillarpalpen, die Augendeckel, der Augenfleck auf den Flügeln und die Aderung. Thank you.